Woran kann man denn erkennen, ob man in einer toxischen Beziehung lebt oder diese vielleicht gerade beendet hat oder in dieser Phase ist, wie man so auf Englisch sagt, On-Off-Beziehung? Das ist ja auch ein Thema, worüber wir vielleicht heute auch sprechen werden, was relativ häufig passiert im Zusammenhang mit narzisstischen Partnern und Partnerinnen. Was wären denn aus deiner Erfahrung und auch aus der Fachliteratur so richtige, wichtige Merkmale, woran wir erkennen können, dass es sich wirklich um eine toxische Beziehung handelt? Also, es fängt eigentlich damit an, dass wir uns diese Frage stellen. Wer sich diese Frage stellt, bin ich in einer toxischen Beziehung oder war ich in einer toxischen Beziehung, der sollte oder die sollte hellhörig werden, schon allein durch die Frage, weil wenn ich in einer glücklichen Beziehung lebe, dann setze ich mich nicht an den Computer und lasse die Suchmaschinen heiß laufen, um herauszufinden, was in meiner Partnerschaft nicht stimmt. Dann habe ich entweder die üblichen Probleme oder lebe einfach relativ problemlos glücklich vor mich hin. Das heißt, wenn ich so verzweifelt bin, dass mir solche Begriffe einfallen und dass ich versuche herauszufinden, was los ist, das ist mal das allererste Warnzeichen, das ich auch unbedingt ernst nehmen würde. Oft ist ja das Gespür von Menschen, die in solchen Beziehungen sind, eigentlich gut. Irgendwas schlägt Alarm, oft schon von Anfang an. Das Problem ist nur, dass die Opfer von solchen Beziehungen es oft nicht ernst nehmen, was ihre Alarmsignale da melden. Und insofern das bitte unbedingt ernst nehmen und dann ist Informieren auch genau der richtige Impuls, um das eben analysieren zu können, um verstehen zu können, wo bin ich da hineingeraten. Dann ist ganz typisch, dass eben Leiden und Leidenschaft Hand in Hand gehen. Und auch oft verwechselt werden. Also dieses Gefühl, ja, Gott, wir haben halt mal Streit und das gehört aber dazu, wir sind eben sehr temperamentvoll oder so. Das wird dann auch mal so ein bisschen beschönigt und vor sich selber entschuldigt. Aber wenn Leiden und Leidenschaft immer zusammengehören, dann würde ich auch hellhörig werden. Liebe, wenn sie gesund ist, wenn sie gut tut, tut nicht weh. Nicht in diesem Maße, was man in solchen Partnerschaften erlebt. Und sehr typisch ist dann eben auch, dass die Energiebilanz langsam nicht mehr stimmt. Also, dass eine Beziehung mehr an einem knabbert, als sie einem gibt mit der Zeit. Und das kann sich ganz unterschiedlich zeigen, dass keine Kapazität mehr da ist, dass es körperlich plötzlich Probleme gibt, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht mit der Beziehung in Verbindung bringt. Dass es auch seelische Beeinträchtigungen geben kann. Depressionen sind zum Beispiel sehr typisch. Wir werden da später ja auch noch genauer drauf eingehen, denke ich. Ja. Und das Selbstbewusstsein leidet. Auf jeden Fall leidet das Glück. Ja, und wenn das unterm Strich langsam eine Negativbilanz wird, dann unbedingt schauen, woran es liegt. Es muss dann kein Narzisst oder keine Narzisstin am anderen Ende sein, aber irgendwas hängt schief und es lohnt sich auf jeden Fall, das herauszukriegen, was das ist. Dann finde ich persönlich es ganz, ganz hilfreich, die Muster zu kennen solcher Beziehungen, um lauter kleine Einzelfälle, die einem so passieren mit Partner oder Partnerin, in diese Muster einordnen zu können, um es wiedererkennen zu können. Denn das ist ja oft die Schwierigkeit, dass man immer denkt, ach, das sind doch eigentlich alles Lappalien, was ich da erlebe. Das sind alles so kleine einzelne Situationen. Und dann wird einem ja auch gerne mal eingeredet, ach, das ist doch eigentlich nichts, du übertreibst. Und man macht das vielleicht auch selber mit, dieses Spiel. Aber wenn ich merke, Moment mal, aber da gibt es einen roten Faden. Es gibt zum Beispiel, sagen wir mal, Gaslighting. Mir wird immer eingeredet, meine Wahrnehmung nicht ernst zu nehmen, zum Beispiel auf diese Art und Weise zu sagen, ach komm, das ist noch normal, dass es in Beziehungen immer mal Probleme gibt. Jetzt mach keinen Elefanten aus der Mücke, so, ne? Das könnte dann uns helfen zu sehen, Moment, das sind aber immer wieder gleiche Situationen, wo mein Bauchgefühl nicht zählt. Wo mir das ausgeredet wird, vielleicht auch sehr erfolgreich. Oder es sind immer wieder Situationen von Silent Treatment, von stille Behandlung, wo mein Partner, meine Partnerin aus dem Kontakt geht, auf die eine oder andere Weise das Gespräch nicht weiterführt oder beleidigt reagiert oder aus dem Raum geht mitten in einer Unterhaltung oder mich blockiert oder so. Also diese Muster zu erkennen, finde ich
sehr, sehr hilfreich dabei zu merken, ich bin in einer toxischen Dynamik auf jeden Fall mal. Dann ist sehr, sehr, sehr zentral auch, dass die Verantwortung nicht übernommen wird von der anderen Seite. Und das führt dazu, dass Beziehungen eine Aufstauung von Problemen erleben, die nicht geklärt werden können. Ich habe das immer den Elefantenfriedhof genannt, weil es eben diese vielen Mücken gibt, aus denen irgendwann Elefanten werden, wenn man die nicht klärt. Und da liegt wirklich was zwischen den beiden InteraktionspartnerInnen einer Partnerschaft. Und das lässt sich nicht klären. Und das hat auch damit zu tun, dass die eigenen Bedürfnisse eben nicht gehört werden in dieser Partnerschaft. Außerdem ganz typisch sind ja so Eifersuchtsthemen. Wenn ich also anfange, Detektiv zu spielen, obwohl das gar nicht meine Art ist, die Sachen zu durchsuchen oder im Handy nach Kontakten zu schauen. Und ich merke, ich gehe da gegen meine eigenen Werte, weil ich so gereizt bin, weil ich so in Angst bin, weil ich irgendwas spüre und es nicht dingfest machen kann, dann könnte es auch ein Zeichen dafür sein, dass es hier eine toxische Dynamik gibt, wo ich vielleicht auch bewusst eifersüchtig gemacht werde oder wo ich eben auch bewusst betrogen werde. Sehr, sehr typisch ist auch, dass ich verwirrt bin. Man nennt das kognitive Dissonanz. Das ist ein psychologisches Phänomen, was normal ist, aber was sehr, sehr häufig in Missbrauchsbeziehungen auftritt, nämlich mit der Frage, ist das eigentlich eine gesunde Beziehung oder nicht? Ist das eigentlich ein guter Mensch, mit dem ich da zusammen bin oder nicht? Und dass sozusagen mein inneres Bild immer hin und her kippelt zwischen, ja, das ist dieser Mensch, in den ich mich verliebt habe, das ist ein toller Mensch, der liebt mich, und zwischen, okay, aber irgendwie, wie ich behandelt werde, passt irgendwie gar nicht mehr ins Bild, dass das immer hin und her schwankt und dass ich immer mehr wegdrücken muss, die Einsicht, dass das eigentlich nicht der liebevolle Mensch ist, mit dem ich gerechnet habe, als ich ihn kennenlernte. Das ist sehr, sehr typisch für solche Beziehungen. Und das bedeutet aber auch, dass wir viel grübeln, weil wir irgendwie diese unlösbaren Probleme doch merken, nicht ganz wegdrücken können und letztlich dann immer darum kreisen. Und darf ich da mal kurz nochmal einhaken, bitte? Ja, gerne. Ja. Also das sind so interessante Beispiele und das war jetzt für mich ein ganz wesentliches Beispiel und ich würde da gerne noch was einwerfen aus meiner Erfahrung und ich mach dann gleich auch nochmal eine Frage da draus und da kannst du gerne auch deine Punkte dann nochmal weiter abarbeiten. Ich habe die Erfahrung gemacht, weil du hast gerade ein wichtiges Schlüsselwort gesagt, das Wort guter Mensch, und da kommen wir ja zu einem großen Problem. Also aus meiner Sicht, wir haben ja, die meisten von uns haben ja auch so eine Grundhaltung, also man nennt es ja auch den guten Kern, ja, das ist auch oft sehr religiös oder spirituell oder auch mit ethischen Werten aufgeladen. Diese Vorstellung, ja, jeder Mensch hat einen guten Kern, jeder Mensch ist an sich gut, das ist ja auch eine Grundhaltung, die auch viele Therapeuten haben. Und so kommen wir dann eben zu dieser Schlussfolgerung, okay, wenn jeder Mensch also einen guten Kern hat, aber der Mensch sich jetzt negativ oder wie auch immer verhält, dann muss ich einfach ja nur geduldig sein und ich muss Verständnis haben, damit dieser Mensch, der jetzt schwierig ist oder Schwierigkeiten hat, wieder zu einem guten, prosozialen Verhalten zurückkehren kann. Das kennst du ja auch. Und da entsteht ja oftmals bei den Angehörigen von Narzissten so eine Dauerschleife, ja, dass sie immer wieder versuchen, diesen guten Kern hervorzulocken oder eben zu dieser Anfangsphase der Beziehung zurückzukehren, wo alles noch schön war. Was würdest du solchen Zuschauern jetzt sagen, die an diesem Gedanken festhalten, der ja auch im Prinzip auch irgendwo richtig ist, aber der im Grunde genommen auch einer adäquaten Trennung oder Abgrenzung sehr, sehr im Wege steht. Wie könntest du da den Zuschauern vielleicht ein bisschen die Augen öffnen, dass sie nicht an diesem Gedanken so sehr festhalten, dass sie dadurch dann wieder zu Schaden kommen? Ja, danke, dass du das ansprichst. Das finde ich auch sehr zentral, gerade für Menschen, die hochsensibel sind, die dazu neigen,
Ja, ein sehr positives Menschenbild zu haben und auch sehr viel Verständnis dafür haben, dass Menschen das Potenzial nicht immer voll entfalten können, was in ihnen vielleicht schlummert, und die aber so tief blicken, dass sie diese Möglichkeiten sehen und sich vielleicht auch in diese Möglichkeiten verlieben. Es gibt in der englischen Selbsthilfeliteratur eine Formulierung: Don't fall for potential, also verlieb dich nicht in Potenzial. Das ist jetzt mehr so für das Dating gedacht, also wenn die Beziehung noch gar nicht existiert. Das finde ich eine gute Leitlinie. Also verlieb dich in den Menschen, der da ist, und nicht in das Potenzial. Das ist hier wieder so typisch. Das ist eine Stärke von hochempathischen, hochsensiblen Menschen, diesen Schatz zu sehen, der in Menschen schlummert. Und diese Stärke wird hier in diesen Beziehungen gegen uns verwendet, weil diese Hoffnung immer wie eine Wurst vor unsere Nase gehalten wird und wir laufen ihr die ganze Zeit hinterher.